Unser Thema heute, die perfekte Fotowahl für dein LUWU-Profil. Hallo Marlon, hi Stefan. Ja, heute schauen wir uns ein bisschen. Ja, Nathalie, ich habe es gesehen. Wir hören uns dann nächste Woche. Dann 20 Uhr oder 19 Uhr? Musst du mir noch mal ganz kurz sagen. Bert holt schon einen Block und Stift raus. Sehr vorbildlich. Für alle, die was mitnehmen möchten hier heute für sich und was lernen wollen. 20 Uhr, okay, dann verschiebe ich das. Dann kannst du bei dir 20 Uhr eintragen, ne, Nathalie, dann weiß ich da Bescheid. Also für alle, es ist ja immer donnerstags hier, ne, für alle, die neu sind. Jeden Donnerstag, 20.15 Uhr, sehen wir uns hier im Livestream. Und holen, ja, haben alle, hallo Maria, schön, dass du da bist. Genau, und da könnt ihr euch immer eure Tipps abholen. Dankeschön. Zu verschiedensten Themen. Letzte Woche hatten wir mit dem Top-Streamer Memo hier gemeinsam einen Stream gehabt mit Männlein und Weiblein und wie man sich da miteinander verständigt. Ne? Und heute haben wir das Thema die perfekte Fotowahl für dein LUWU-Profil. Und da würde ich gerne wieder bei euch ein bisschen reinschauen. Ihr mögt es ja immer so gerne. Dankeschön, dass ich mir ein paar rauspicke. Wer möchte, danke, danke. Ein Quick and Dirty, sage ich immer, schnell und dreckigen LUWU-Profil-Check mache. Und dann kann ich euch gleich schon mal ein paar Tipps geben, was ihr da anders machen müsst. Und genau, auf jeden Fall immer schön mitschreiben, die Tipps, und dann, genau, machen wir das so. Sehr gut, sehr gut. Gut, ich kann halt bei dem Profil-Check jetzt immer nur sehen, euer Profilbild. Danke, ja. Perlenkette hier. Und genau. Also, dann starten wir doch mal. Jetzt gucke ich mal. Wer möchte denn? Einfach mal eine 1 unten in den Stream. Danke, Marc. Eine 1 im Stream, bei wem ich mal einen Quick and Dirty. So viel Einser. Okay. Wie kommt man da noch? Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, ich nehme jetzt mal Ellen oder Arlen, 25, aus Renningen. Arlen, schreib doch mal bitte eine 2 unten rein, eine 2, 2, 2, dass du da bist. Und dann dürft ihr mal alle mit auf das Profil von Arlen gehen. So, ich muss ein bisschen näher dran. Als Profilfoto finde ich schon mal richtig cool. Wie ihr seht, ist es scheinbar auf dem Oktoberfest gewesen. Zünftig hier mit einem Maß Bier in der Hand und im Hintergrund so das Oktoberfest und in der Tracht, finde ich richtig cool. Also für alle Mädels, die da auch Fan von sind mit Oktoberfest, die fühlen sich auf jeden Fall von dir angesprochen. Also das finde ich schon mal sehr gut. Ich mache jetzt heute nur die Fotos, ja. Genau, die anderen kann ich jetzt leider nicht sehen. Da mein Tipp schon mal vorweg an alle, die jetzt hier mit dabei sind. Checkt mal bitte, wie viele Fotos ihr, hallo Franzi, wie viele Fotos ihr bei euch eingestellt habt. Und guckt, dass es nicht mehr, Achtung, als 3, mindestens 3, maximal 5. Mindestens 3, maximal 5. Ja, für alle, die mehr drin haben, dann ein paar raus. Aber damit du jetzt nicht die falschen rausmachst, auch Franziska, guck mich gleich nochmal auf, was ihr da achten müsst, ja. Warum ist das so? Weil bei allem, was ihr mehr, wo ihr mehr habt, mehr als 5, ja, gibt ja Leute, die haben da 10, 15, 20 Bilder, wie viel auch immer. Da kann man ganz schnell mal entweder sehr bedürftig wirken, ja, weil man sich ein bisschen zu sehr, präsentiert, ja, es wirkt so ein bisschen bedürftig einfach so. Man will unbedingt und unbedingt, deswegen stellt man so viele Fotos rein. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht bedürftig auf den anderen wirken, sondern total selbstbewusst. Und genau. Und bei manchen kann es auch so ankommen, wenn man zu viele Fotos drin hat. Dankeschön. Was glaubt ihr selbst, wie kommt das an, wenn jemand so 15, 20 Fotos drin hat? Was denkt ihr, wie wirkt das dann? Komisch? Selbstverliebt? Kotzen, okay. Ja, es kann man schnell ein bisschen selbstverliebt wirken, ne? Deswegen immer da so ein bisschen schauen. Genau. So, dann schaue ich mal weiter. Moment.
Sehr klug. 30 aus AT. Auch mal eine 2 unten rein, wenn du da bist. Damit alle mit auf dein Profil jetzt draufgehen können. Ihr dürft auch gerne alle eure Meinungen, alle Mädels mal eure Meinung auch mit dazu schreiben. Dann können wir da am meisten von profitieren. Also das Profilbild. Sitzt du da vor einem Schrank? Seat Club? Sitzt du da vor irgendeinem Schrank? Ja, okay. Also, bitte keine Fotos. Jetzt kommt was ganz Großes. Bitte keine Fotos. Irgendwo in der Wohnung, im Schlafzimmer, mit dem Bett im Hintergrund oder mit dem Omas Schrank im Hintergrund oder mit dem Balkon im Hintergrund. Ich weiß, im Moment haben wir zwar Lockdown, aber es gibt sicherlich Fotos von jedem von euch, die auch aktuell sind, wo ihr mit einem schönen Hintergrund zu sehen seid. Ob das vielleicht die Natur ist oder das letzte Mal, als ihr im Urlaub wart, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Mit den Bergen im Hintergrund oder auf Mallorca oder was auch immer. Es muss ein bisschen Action im Hintergrund sein, ja? Also keine weiße Wand, keine Badezimmerfliesen. Achtung, Achtung, danke. Keine Badezimmerfliesen, bitte. Keine im Notfall Selfie vor dem offenen Fenster. Lieber rausgehen, Roman, dann. Ne? Danke, Jonas. Also da immer darauf achten, dass ihr immer etwas im Hintergrund habt, wo was Lebendiges ist, wo du in einer Art Szene drin bist, ne? Also das ist immer viel aufregender und spannender als jetzt vor irgendeiner weißen Wand oder wie gesagt, Badezimmerfliesen oder da immer so ein bisschen gucken, ja? Ich hoffe, das hilft dir schon mal. Ich sehe aber, wie gesagt, nur das Profilbild. Vielleicht ist ja bei den anderen Fotos was Schönes dabei. Dann, das sehe ich jetzt halt nur leider nicht, ne? So, wer möchte noch, dass ich mal reinschaue? So, an 25 aus Nottensdorf. Bitte auch mal eine 2 unten rein, wenn ihr noch da bist. Und dann dürft ihr auch mal alle gerne mit drauf. Ich check jetzt mal nur die Fotos, ja? Finde ich ein sehr schönes Profilfoto von dir. Guck mal, geht mal bitte alle mit drauf bei an 25 aus Nottensdorf. Finde ich ein sehr schönes Bild. Super, getroffen. Also so leicht seitlich, du lächelst, das lädt eine Frau gleich ein, wirkst sehr gepflegt, gut angezogen. Ist zwar jetzt auch wahrscheinlich vom Fotografen entstanden, würde ich jetzt fast sagen. Und der Hintergrund ist jetzt auch nicht besonders aufregend. Aber du strahlst extrem, deswegen finde ich das schon wieder eigentlich trotzdem ein schönes Profilfoto. Genau. Wenn jetzt mit dieser Pose und in dem noch was mit einem tolleren Hintergrund hättest, wäre noch schöner. Aber ich finde es trotzdem ein gutes Foto. Also wirkst sehr sympathisch, sehr einladend, sehr gepflegt. Ne, auf sowas achten wir Frauen ja dann auch immer. Genau. Bitte, gerne. So, einen machen wir noch. So, Peter. Peter 25 aus Graz. Meine 2 unten rein, wenn du noch da bist. Dankeschön. Okay, also das Bild ist sehr, sehr dunkel. Ich kann dich kaum erkennen. Du stehst auf irgendeiner Straße und hebst den Arm oder sowas. Ich kann es auf dem Bild. Ich muss immer davon ausgehen, dass die meisten ja ein kleines Handy haben. Und relativ, ja, also alles sehr, sehr klein ist. Deswegen ist mein Tipp immer, für euch gleich zu mitschreiben, dass es immer gut ist, wenn das Profilfoto, das allererste Foto, nicht mehr als unter die Brust geht. Ja, so hier bis hier unten, unter Busen. Weil nah dran, ich will euch gleich sehen oder die Frau will dich auch gleich sehen, der Mann will dich auch gleich sehen. Also nicht so weit weg fotografieren, nicht so dunkel, sondern wirklich so, dass man auch das Gefühl hat, ich erkenne den, ich erkenne das Gesicht. Ne? Also deswegen, ich hoffe, das hilft dir schon mal. Genau. So. Also Peter, du hast bestimmt bei den anderen Fotos vielleicht noch eins mit dabei, was ich jetzt nicht sehe, aber kannst es ja mal austauschen. Vielleicht kann ich das dann hier auch während des Streams nochmal sehen. Genau. Gut, dann starten wir mal jetzt. Also für alle, die jetzt noch nicht dran gekommen sind, wir machen gleich auch noch mal eine Runde. Ich würde so jetzt vorgehen, ich gebe euch jetzt gleich mal ein paar Tipps. Schreibt es mal mit auf und checkt gleich mal diesen Tipp, den ich dir jetzt gleich gebe für dein Profil. Okay? Also für alle, die ein Profilfoto haben, wo sie eine Sonnenbrille tragen,
Die, die öfters hier im Stream sind, wissen schon Bescheid. Genau, Sonnenbrille, Smiley, René weiß Bescheid. Die fliegen schon mal beim Profilfoto raus. Ja, für alle, die jetzt gerade das Profilfoto haben mit einer Sonnenbrille, direkt raus. Und warum ist das so? Was glaubt ihr, warum ist das so? Mal die Mädels, warum wollen wir die Augen sehen bei dem Mann? Notizzettel wird immer länger, sehr gut. Eingebildet? Na, nicht unbedingt, aber genau, wir möchten die Augen sehen und wir Frauen, wir verlieben uns auch in die Augen und ihr Männer verliebt euch ja auch in die Augen. Weil man was verstecken will, ganz genau, das Tor zur Seele, richtig, man will sich schon gleich in die Augen verlieben. Ne? Und genau, die Augen sagen mehr als 1000 Worte, das sind so die Eintrittskarte, richtig, ja, absolut. Und man hat auch als Frau, wird man manchmal ein bisschen misstrauisch, dass man sich denkt, oh, jetzt ist hier ein Typ mit Sonnenbrille, der will wohl nicht gesehen werden, der will nicht erkannt werden. Hat er vielleicht eine Frau mit Kindern zu Hause, dass er nicht will, dass die Nachbarin ihn hier auf Louvou erkennt? Und ja, sowas denkt man sich dann. Ne? Deswegen bitte ohne Sonnenbrille, nehmt mal alle eure Sonnenbrillenbilder bitte raus fürs Profilbild, dann ist das schon mal viel wert. So, was ist denn mit Schwarz-Weiß-Fotos? Hannes, gute Frage, der ein Schwarz-Weiß-Foto drin hat. Seltsame Gedanken, Tobias. Genau, wir Frauen, wir denken so. Wir Frauen, wir denken so. Wer letzte Woche mit dabei war bei Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus, da haben wir gemerkt, dass wir so unterschiedlich ticken, Männlein und Weiblein. Und jeder achtet auf was anderes, ne? Genau. Also Schwarz-Weiß-Fotos. Gute Idee, kann man machen. Ich würde nicht alle als Schwarz-Weiß-Fotos nehmen. Danke, Mats. Aber du kannst auf jeden Fall eins nehmen. Und du fällst auch hier tatsächlich noch auf. Danke, 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 Reinhard. Ach, Reinhard, hi. Da bist du. Genau, also du fällst auch auf immer noch mit einem Schwarz-Weiß-Bild. Ne? Weil viele haben natürlich bunte Bilder. Das heißt, du kannst es schon als Technik nutzen, um aufzufallen. Und darum geht es ja auch immer auffallen, positiv auffallen. An dieser Wust von vielen Wettbewerbern und Konkurrenten, muss man ja auch so ein bisschen sagen. Dankeschön. Genau. So. Danke, Klaus. So, schauen wir mal weiter. Also, Sonnenbrillen habt ihr schon mal draußen, Schwarz-Weiß-Bild könnt ihr nehmen. Aber wie gesagt, nur eins. Dann ist es ganz, ganz wichtig. Schaut noch mal bitte, dass ihr Bilder habt. Hallo Alina, danke, dass ihr Bilder habt, wo man euch einmal mindestens mit einem Ganzkörper sieht. Ja, also von Kopf bis Fuß. Mindestens ein Foto brauchen wir immer, ein Ganzkörperfoto von uns Frauen oder auch von den Männern. Weil wir wollen ja immer den Menschen einmal komplett sehen. Ne? Hi Toni, hallo Mirko. Ja, also einmal ein Ganzkörperfoto, aber nicht als Profilfoto. Also für alle, die jetzt auf ein Profilfoto so ein kleines, also so ein Ganzkörperbild haben, wo sie so ganz, ganz klein nur von Weitem zu sehen sind, gleich mal rausnehmen, nur Fotos nehmen beim Profilfoto, ja, bei dem allerersten vom Kopf bis unter der Brust. Also könnt ihr auch gerne machen. Auf Füße kann ich verzichten. Ja, es soll ja Männer und Frauen geben, die auch nackte Füße hier reinstellen. Das finde ich auch immer sehr witzig. Also achtet auch immer da drauf. Nackte Füße wollen wir Frauen meistens nicht sehen auf Bildern. Und ich glaube, ihr Männer, kommt drauf an, ob ihr da einen Fetisch für habt oder nicht. Aber so. Genau. Danke, Jonas. Genau, beim Profil. Fußfetisch, genau. Genau, genau, genau. Schreibt gerne eure Fragen unten rein und dann beantworte ich euch die. So, und bitte kein Handy im Gesicht vom Spiegel. Man braucht nicht die Nase fürs Foto. Ah, danke für den Hinweis schon mal. Jetzt kommt etwas, wo ihr vielleicht gleich sagt, um Gottes Willen, die spinnt ja wohl. Ich gebe es euch nur mal als Idee mit. Ihr müsst es nicht machen, aber ich gebe euch nur mal die Idee mit. Und zwar, ihr habt vielleicht das selber schon mal gemerkt, wenn ihr ein Selfie macht. Ja, also das Handy und damit hier ein Selfie macht, ja. Dann ist es so, unser Arm ist ja nicht besonders lang. Und wenn wir damit ein Foto machen, ist es so, dass die Kamera, die an so einem Handy dran ist, leider so ist, dass sie unsere Nase immer sehr groß wirken lässt, von der Kameralinse her. Das heißt, wenn du sehr kurze Arme hast oder ja, einfach ein Foto machst, genau da, wie René das gerade hier so, dem da, dann kann das ganz schnell etwas unvorteilhaft wirken. Ja, das habt ihr vielleicht selber schon mal gesehen, wenn ihr ein Foto macht, wo ihr mit einem Selfie das so aufnehmt und ohne Selfie-Stick oder ohne Selbstauslöser oder ohne
ja, dann hat man ganz schnell so ein breite Nase, ne? Also deswegen finde ich Selfies nicht ganz so prickelnd. Ich weiß jetzt im Moment ist es oft schwer, wer soll das Foto machen? Wir sind im Lockdown, ne? Aber vielleicht hast du ja noch Fotos, ein aktuelles, wo man Kumpel dich fotografiert hat oder eine Freundin. Dann nimm lieber so eins, als dass du dann so, ja, also dass du das schon mal gehört hast, dass das oft das Bild auch ein bisschen verfälscht. So, für alle, die neu hier mit dabei sind, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Jeden Donnerstag 20:15 Uhr bis 21:15 Uhr eure Fragen zum Flirten, Daten, Verlieben. Hallo Jessie. Und heute geht es um das perfekte Luwu-Profilfoto. Also welche Fotos solltest du nutzen, damit du, und das ist auch wirklich so, auch mehr Likes und mehr Matches bekommst, weil ihr seid doch alle hübsche Menschen. Und manchmal ist es einfach nur so, danke, dass das Foto nicht das so rüberbringt, wie es eigentlich sein sollte. Und deshalb gibt es ja ein paar Tipps und Tricks, die man beachten sollte. Wer öfters hier ist, der schreibt immer meine Tipps mit und genau, mach das am besten genauso, dann nimmst du am meisten mit aus dem ganzen Stream. Jetzt kann ich natürlich nicht alle hier anschauen. Genau, und Mädels, bitte keine Duckface, ganz genau. Ich kann mir jetzt auch nicht alle Profile anschauen, für alle, die jetzt noch nicht dran gekommen sind. Sehr gerne auch Erstgespräch bei mir vereinbaren, dann gehen wir zusammen ganz individuell dein Profil auch nochmal durch. Dann kann ich dir nochmal privat direkt ein paar Tipps dazu geben, ja? Also 1:1, Marc schreibt es auch gerade im kostenlosen Erstgespräch. Und da gehst du einfach auf www.julia-mattes.de, oben auf Erstgespräch vereinbaren, absolut kostenlos. Und dann schaue ich mir gerne dein Profil nochmal in Ruhe an und dann schauen wir, was man da verbessern kann und austauschen kann, damit du mehr Erfolg hast, mehr Likes bekommst, mehr Matches. Und warum wollen wir mehr Likes und mehr Matches? Weil es doch darum geht, die Traumfrau und den Traummann hier zu finden. Und das ist auch möglich. Oft wird mir gesagt, ach, das geht auf Luwu ja gar nicht. Da findet man ja gar nicht jemanden. Doch, man muss nur wissen, wie es funktioniert und sich gut präsentieren. Denn dein Profil ist ja sozusagen Werbung für dich selbst. 24 Stunden, 7 Tage in der Woche, wie ein Werbeplakat, so kannst du das verstehen, ist dein Profil hier auf Luwu, weil Tag und Nacht zappen ja die Frauen durch und schauen sich die Bilder an und die Männer gucken sich auch die Bilder an. Deswegen ist schon wichtig, wie dein Profil sich nach außen hin zeigt und ob es auffällig ist, ob es nicht auffällig ist, ob du untergehst. Danke. Ja, ob du, wie du rüberkommst auf den Bildern. Genau, deswegen da immer so ein bisschen sich die Tipps holen und das dann Stück für Stück auch umsetzen. Genau. So, dann schauen wir nochmal weiter. Was sind T-Rex-Hände? Ja, was sind denn T-Rex-Hände? Das weiß ich auch nicht. Genau, ein vernünftiges Shooting zahlt sich auch aus. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr selbst nicht so die Erfahrung mit Fotos habt oder sagt, oh, ich kriege das immer nicht hin oder ist jetzt irgendwie immer schwierig, jemanden zu finden, der die Fotos für mich macht, könnt ihr natürlich auch immer jemanden Professionelles nehmen. Da kann ich euch auch jemanden vermitteln. Gar kein Thema. Dann meldet euch auch gerne bei mir. Und dann können wir schauen, in welcher Region von Deutschland ihr wohnt. Und dann schauen wir, wer dort Fotos machen kann, die auch auf Profile spezialisiert sind. Ne? Dann meldet ihr euch einfach bei mir. Das können wir dann auch gerne und kann ich euch da gerne ein paar Tipps geben. Genau. So. Weitere Tipps fürs Profil. Also, an alle Männer, wo sind alle Männer, die gut gebaut sind? Wo sind unsere Muskelmänner? Mal eine Eins unten rein. Wo sind die Muskelmänner? Wo sind die, die trainieren gehen, die Fitnessstudio machen, die sich gerne präsentieren? Keiner da? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wo sind die? Keine hier. Also, für alle, die Muskeln, sich gerne zeigen mit Muskeln. Wir Frauen stehen gar nicht so doll drauf, wenn man die direkt sieht, die Muskeln. Ja, also so ein Foto vorm Spiegel mit Oberkörper halb frei mögen wir gar nicht so. Wir Frauen finden es immer schön, wenn wir noch ein bisschen was erraten können. Ja, weil man nicht gleich alles so plakativ aufs Auge gedrückt bekommt. Deshalb da gerne, wenn ihr
Muskeln habt, ihr könnt die gerne zeigen, aber dann macht es doch ein bisschen, ich nenne das immer mit der Hintertrührprahlerei, was meine ich damit, dass ihr zum Beispiel euch fotografieren lässt vom Kumpel, wie ihr vielleicht gerade auf einer Sonnenliege liegt, noch, ja, vielleicht habt ihr ein Urlaubsfoto mit einer Sonnenliege, wo du ganz rein zufällig fotografiert wurdest. Oder du warst vielleicht im Schwimmbad und ein rein zufälliges Foto von dir. Oder du trainierst gerade, guckst ein bisschen zur Seite und rein zufällig hat man ein Foto von dir gemacht. Ja, also lieber dieses zufällige Foto finden wir Frauen viel, viel spannender als dieses plakative, ich fotografiere mich jetzt hier oben ohne mit meinen Muskeln vom Badezimmerspiegel. Ne? Genau. Jetzt muss ich gerade mal schauen, hängt jetzt hier mein Stream? Mal unten bitte über mal eine 1 rein, wer da ist. Mal eine 1 unten rein. Ich mach's gleich noch mal auf. Hat sich bei mir im Stream gerade unten gar nichts mehr getan, obwohl ihr ja alle da seid. Sowas. Ja, Franziska. Immer gut, wenn man zwei Handy hat. Sehr schön. So, da sind wir wieder alle. Meistens hilft WLAN aus. Ja, zwei Handy, genau. Genau. Super. Schön, dass ihr wieder da seid. So, ich schaue mir jetzt nochmal ein oder Stream runterziehen. Ah, okay. Hätte ich auch machen können. Okay, super. So. Ja, sehr schön. Alle wieder da. Sehr gut. Kommt alle wieder schön rein. So. Sehr gut. Dankeschön. Danke. Okay, also, perfektes Flirtprofil hier auf Luvu, dankeschön. Was kannst du also machen, um dein Profilfoto zu pimpen? Ja, dass es auffällt und dass es besonders toll ist. Alle Frauen, die, wer von euch Mädels bekommt denn manchmal Anfragen von Männern, wo du denkst, oh, es geht irgendwie nur um das eine, ich werde irgendwie so auf meinen Körper reduziert, wer kennt das? Ist hier jemand da? Okay. Ja, okay. Gut, manchmal, oft, ja. Ja. Okay, also so direkte Anfragen auch, ja, wo der Icebreaker schon in so eine bestimmte Richtung geht. Okay. Also dann schau auf jeden Fall einmal in dein Profil, ob du irgendwo ein Bild drin hast, wo du entweder Bikini-Foto hast oder besonders viel mit Ausschnitt hast. Ich kann jetzt nicht alle Profilfotos von euch anschauen, aber schaut mal bitte. Wenn da irgendwie so ein Bild da drin ist, auf jeden Fall rausnehmen, weil wenn es zu sexy ist, dann ist es manchmal so, dass das dazu leider dann einlädt. Ja, genau. Also das immer mal gucken, dass man das so ein bisschen rausnimmt. Auch wenn ihr jetzt so einen Text drin habt, wie bin ich für One-Night-Stands zu haben und sowas, auch rausnehmen, das lädt meistens erst recht dazu dann ein, ja. Genau, bei den Fotos ist oft so, dass, also wenn wir jetzt nur auf die Fotos schauen, dass es manchmal, wenn es zu sexy ist, dann kann das passieren. Genau. Aber wenn ihr keine drin habt, dann, sexy Bilder sind in Ordnung. Ja klar, Elias, sind die in Ordnung, sagt der Mann. Genau, also da müssen wir halt immer ein bisschen aufpassen. So, die Mischung ist es am Ende, ja.
Mir bieten hier Frauen Sex und Filme für Geld an, sonst meint es keiner ernst. Ach du meine Güte, Andreas, wie kommt das denn, dass hier nur... Ja, da immer so ein bisschen. Zu sexy ist auch billig. Genau, da muss man immer so ein bisschen... René, schuldig. Genau, also da immer so ein bisschen. Es darf schon ein bisschen sexy sein. Aber halt nicht übertrieben. Ja, so wie bei mir, ich habe jetzt auch ein Jackett an und ein bisschen Ausschnitt, aber es ist jetzt nicht irgendwie, aber ein bisschen weiblich schon. Ja, sowas geht immer, aber halt wie gesagt, wenn es dann zu sehr mit kurzem Rock und mit hochgeschnallten Brüsten, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ne? Ja, keine Bilder im Bett, das animiert dann auch manchmal dazu. Genau, lieber mehr natürlich. Ja, genau, natürliche Bilder finde ich auch schön. Und liebe Mädels, ihr seid hübsch, so wie ihr seid. Ihr braucht nicht so viel Beauty-Filter zu benutzen. Nein, 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 nein. Finger weg von diesen Beauty-Filtern. Ja, ihr braucht das nicht. Ihr seid schön, so wie ihr seid. Weil, was ist das Problem bei diesen Beauty-Filtern? Wenn wir diese Beauty-Filter nehmen oder uns extrem viel schminken, dann ist es manchmal, dann sieht er euch im Video-Date oder beim echten Date und er kennt euch vielleicht gar nicht mehr und ist ganz überrascht und irritiert, denkt, was, das war sie jetzt? Ja, und deswegen da immer so ein bisschen schauen, dass wir einfach natürlich bleiben. Und viele Männer mögen auch Natürlichkeit bei uns Frauen. Wir brauchen uns gar nicht so zu denken, dass wir nicht hübsch sind, so wie wir sind. Einfach ein bisschen Augen, Wimperntusche, ein bisschen Lippenstift und der Rest. Du siehst schön aus, wie du aussiehst. Ja, also lasst euch da nichts anderes einreden und bleibt da natürlich, ne? Genau. Und auch Filter für Männer, habe ich auch schon gesehen. Bitte, ihr Lieben, auch Männer keine, ja, bitte keine, wie soll ich sagen, auch da keine Filter benutzen. Okay. So. Und ja, bei uns Frauen, ihr lieben Frauen, oft ist es auch so, dass die Männer gar nicht das Profil so durchlesen, sondern erst sich dann schon verlieben in die Fotos. Und dann kann das ganz... ganz oft so sein, dass dann ja, dass dann automatisch man so verliebt ist oder sich schon verguckt hat und dann eine Nachricht schickt und gar nicht mehr das Profil durchliest. Das kommt halt auch ganz oft vor. Genau. Julia, hast du gerade einen Filter an? Luwu hat automatisch Filter drauf, wenn man streamt. Dass das so ein bisschen, siehst du vielleicht, ne? So ein bisschen wie so ein Weichzeichner, ne? Da muss man immer, es ist immer wie so ein bisschen so wie so ein Weichzeichner. Ganz genau. Also, würde auch ohne gehen. Ich sehe noch frisch aus. Ja, ja. So. So. Männer haben eh kaum Chancen auf diesem Portal. Bastian, da ist immer ganz wichtig, dass man selbst positiv auffällt. Ne? Das ist immer ganz wichtig, auch gerade auch mit den Fotos. Ne? Bin jetzt mal auf deinem Profil, Basti. 28 aus Lüchow. Dürft ihr Mädels mal mit drauf gehen? Mal unten eine 2, Bastian, wenn du noch da bist. Also, was sehe ich da? Irgendwas Cooles im Hintergrund. Das ist wahrscheinlich im Garten entstanden. Das ist eigentlich ein schönes Bild, finde ich. Guckst in die Kamera. Mit einem leicht offenen Hemd hier. Ein bisschen legerer und Brille. Und ein bisschen gestylten Haaren. Also, es wirkt doch sehr sympathisch, finde ich, Bastian. Das Bild, was du drin hast. Also, daher... Müssen wir jetzt natürlich die anderen Fotos nochmal anschauen. Die sehe ich jetzt nicht. Ich sehe jetzt immer nur das allererste Profilfoto. Aber da hältst du schon sehr viel ein von den Tipps, die ich hier gebe. Also das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Jetzt, wie gesagt, müsste man sich nochmal die anderen Fotos anschauen. Ne? Dass du auf jeden Fall eins drauf hast, wo du irgendwie besonders am Lachen bist oder wo man dich bei deinem Hobby sieht oder wo du vielleicht mit deinem Haustier gemeinsam drauf bist, wenn du eins hast. Sowas geht auch immer. Ne? Also, wer hat denn alles ein Tier von euch, ein Haustier? Schreibt mal unten bitte eine 1 rein. Wer hat von euch ein Haustier, einen Hund oder eine Katze? Mhm, doch einige. Sehr gut. Also für alle Hamster. Beides. Sehr schön. Hirsche im Gehege, Milben.
Läuse. Vogelspinne, gruselig. Okay, Spinnen, Patenhündin, okay. Also für alle unsere Tiermamas und Tierpapas, Silberfische, für alle, die ein Haustier haben, finde ich immer schön, du suchst ja sicherlich auch dann eine Partnerin oder einen Partner, die auch tierlieb ist und dich im Doppelpack oder im Dreierpack, wie viele Tiere auch immer du hast, ja auch gerne nimmt, ne, und keine Tierhaarallergie hat oder sonst was. Deswegen finde ich immer, zählen Eltern auch, Jonas, deswegen finde ich es immer schön, wenn mindestens ein Foto schon auch mit dabei ist, wo man dich mit deinem Haustier sieht. Und da ist mein Tipp immer, nicht nur das Haustier einfach abfotografieren, wie der Hund gerade Sitz macht oder die Katze irgendwie gerade am Schlafen ist. Finde ich immer ein bisschen langweilig. Ich finde es schöner, und das haben unsere Studien auch herausgefunden, dass mehr geklickt wird tatsächlich, wenn man dich selbst mit auf dem Foto sieht, mit deinem Haustier und am liebsten dann auch irgendwie in Action, dass du Spaß hast mit deinem Tier. Ja, also dass man einfach sieht, dass ihr so Best Buddies seid, so mäßig, einfach Spaß miteinander auch habt. Deswegen guckt mal, wenn ihr Fotos habt. Ja, mit Vogelspinne, da würde ich jetzt fast sagen, bei Vogelspinne, dass natürlich. Naja, es gibt ja Frauen, die da auch kein Problem mit haben. Die willst du ja eigentlich auch haben. Deswegen kannst du theoretisch alles auch mit reinnehmen. Dann kannst du schon gleich sortieren, welche Frauen da nicht in Frage kommen werden und welche eher in Frage kommen. Ja, weil viele haben einfach auch eine Spinnenphobie, ne? Ja, die fallen dann eigentlich eher raus, ne? Aber ich würde es, glaube ich, trotzdem auf irgendein Foto mitmachen, weil. Dann melden sich auch tatsächlich und antworten nur die Frauen, die damit auch kein Problem haben oder die das fasziniert, die das toll finden und so weiter. Ne? Also deswegen macht das dann gerne mit drauf. Ja? Also mit Tier sehr gerne, aber nicht das einzelne Foto von einem Hund oder von der Katze oder Hamster, Vogel, was auch immer, Silberfische, Warzenschweine, was auch immer ihr da habt, sondern dass du Spaß mit dem Tier hast. Ja, ganz, ganz wichtig. Genau. Wollmäuse, ja. Auch. So eine Schätzung zum Kind, Bild mit Kind und Bier mit meinem Profil. Spontan stand, es gibt geteilte Meinungen. Also erstmal mit Kindern gar keine Fotos. Das ist hier, glaube ich, auch wo auch gar nicht erlaubt. Ja? Also Kinder dürfen nicht mit auf die Fotos drauf. Und das würde ich dir auch nicht empfehlen. Also für alle, wer hat denn alles ein Kind? Mal bitte unten eins rein, der hat alles schon ein Kind, was auch bei ihm lebt und der auch eine Partner. Okay. Okay, gut. Ich habe bestimmt mehr. Elias, du bist aber auch einer, sag mal, wo du dich rumtreibst. Bei den Silberfischen im Keller und ai, darf die Freundin mit drauf? Jonas, nein, die Freundin darf nicht mit drauf. Und die Kinder würde ich auch nicht mit drauf nehmen. Ich sag dir auch warum. Zum einen ist es bei Lovu nicht erlaubt, beim Profilfoto oder überhaupt Foto mit Kindern drauf zu haben. Und zweitens, ich gebe das nur mal so als Denkanstoß: Du bist zwar eine Mama und du bist auch vielleicht ein Papa. Aber wir suchen ja jetzt eine Partnerin oder einen Partner für dich in erster Linie. Ja. Und deswegen geht es jetzt erstmal um dich, da einen Liebespartner für dich zu finden oder Partnerin. Und deswegen finde ich es immer gut, die Fotos mit dir alleine. Und wenn ihr euch da kennenlernt, dann kann man ja auch mal Fotos schicken mit dem Kind zusammen, ja, mit deiner Tochter oder mit dem Sohn. Aber ich würde es erstmal wirklich ohne Kinder, sondern biete dich doch an, zeig dich, wie du bist als Frau, nicht nur als Mama und auch als Mann und nicht nur als Papa, ja, weil man will auf dieser Liebesebene auch einen Partner finden. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, das hilft euch schon mal an den Mamas und Papas. Ja, ist ja nichts gegen das Kind, sondern so einfach, um dich zu präsentieren. Ja, genau. Wird aber auch immer überlesen, dass man ein Kind. Ja, natürlich, das sagte ich ja gerade. Männer schauen auf die Bilder und denken sich, oh, I'm in love. Oder noch nicht mal I'm in love, sondern. Irgendwas triggert mich an, attraktive Frau, will ich kennenlernen. Und die lesen ganz oft dann auch nicht den Profiltext. Liebe Männer, lest bitte den Profiltext vorher, bevor ihr den ersten Icebreaker verschickt. Ja? Erstmal Profil durchstöbern, anschauen, welche Fakten sind da drin. Und dann sei dir bewusst, möchtest du Frau mit Kind, Mann mit Kind, kannst du damit umgehen oder möchtest du das nicht? Und dann auch wirklich nur, wenn du es ernst meinst, anschreiben. Ja? Genau.
Für alle, die neu hier sind, gerne mal oben links auf Sternchen klicken bei Flirtcoach Julia Mattes und deinen Favo hinterlassen. Also gerne mal den Favo hinterlassen. Und für alle, wie der Robert das gerade gemacht hat, genau für alle, die hier neu sind, herzlich willkommen auch hier. Jeden Donnerstag 20.15 Uhr all deine Fragen zum Flirten, Daten, Verlieben. Und heute deine Fotowahl für dein perfektes LUVO-Profil. Und das sieht ja bei jedem auch anders aus. Ne? Das ist ja nicht ein Foto, ist immer gleich. Ne? Deswegen, und jeder sucht ja auch was Unterschiedliches hier. Ne? Für jeden ist die Traumfrau, sieht die ganz anders aus. Und für jede Frau sieht der Traummann auch ganz anders aus. Und deswegen, genau, ist es auch nicht so, dass das überall gleich sein muss. Aber das sind so die Tipps, genau. Ist der Fotograf, den du empfiehlst, speziell fürs Online-Dating-Profil? Ja, an, genau. Genau, also wenn ihr noch Unterstützung auch braucht, dass ihr sagt, oh, ich brauche jetzt irgendwie nochmal Tipps. Oder kann die Julia sich nochmal mein komplettes Profil anschauen, weil ich bin da noch nicht dran gekommen und ich brauche da noch ein paar Tipps. Dann geht gerne auf meine Seite www.julia-mattes.de und dann macht einfach, klickt ihr oben einfach drauf, kostenfreies Erstgespräch. Dann sind ein paar Fragen, bitte die ehrlich ausfüllen. Und dann rufe ich dich an, suchst dir einen Termin. Hallo Julia, ach danke schön, schön, dass du da bist. Dann suchst du einfach dir einen Termin in meinem Kalender aus und dann rufe ich dich zu dieser Dankeschön, zu der Uhrzeit dann auch an, wie versprochen. Und dann gehen wir gerne mal in dein Profil rein und schauen uns das mal zusammen an. Ne? Also für alle, die jetzt nicht drangekommen sind, es sind einfach immer zu viele, dann mach das sehr gerne. Ansonsten Tipps hier immer mitschreiben, sind wirklich Gold wert und einfach bitte auch umsetzen. Ja? Umsetzen, umsetzen, umsetzen und dann funktioniert das. Das, was mir ganz oft aufgefallen ist, was noch so ein Ding ist, wenn ihr Fotos macht, macht die Fotos immer so, dass die Kameralinse auf Augenhöhe ist. Ja? Wenn ihr ein Foto macht, sollte immer auf Augenhöhe sein. Was meine ich damit? Es gibt ganz viele hier, die Fotos drin haben, die von unten fotografiert sind, also irgendwie so hin, so unten gehalten und dann so abfotografiert oder von so oben, ja. Und dann wirkt man entweder, wenn man so nach oben guckt auf dem Foto, sehr devot und unterwürfig. Ist eher unsexy, ist nicht so wirklich männlich. Oder andersrum, man macht das Bild von unten, guckt da so rein und dann hat man Doppelkinn und man sieht die Nasenlöcher noch viel, viel größer und das wirkt irgendwie nicht besonders toll. Und am besten wirkt es wirklich, wenn die Kameralinse auf Augenhöhe ist, ja. Also macht das bitte so, entweder mit einem Stativ könnt ihr es fotografieren oder einen Freund fragen, eine Freundin fragen. Von oben wirkt man schlanker. Ja, aber es gibt auch andere, Daniel, auch andere Möglichkeiten, Fotos zu machen, um schlank zu wirken. Ne? Das hat dann nicht unbedingt, ich bin auch gerade kurz auf deinem Profil, Daniel, 35 aus AT, auch sehr, sehr dunkel das Bild und zu weit weg fotografiert. Schau doch mal, ob du noch mal ein Bild hast, Daniel, wo du näher dran bist, ne? So wie wir es gerade gesagt haben. Gleich mal austauschen das Foto und eins nehmen, wo man dich wirklich als Porträtbild sieht, bis kurz unter der Brust. Ja, wir Frauen wollen immer beim Profilbild als erstes auch das Gesicht sehen. Genau. Warum mögen Frauen nicht, wenn man mollig ist, Klaus? Frauen mögen das auch. Da gibt es doch ganz viele Frauen, die Männer auch mögen, die wie so zum Anlehnen sind und so ein Fels in der Brandung und so der gemütliche Typ. Das gibt's auch hier. Ganz bestimmt. So. Schnapsfee, 25. Schnapsfee. Bist du Alkoholiker oder was? Schnapsfee. Also dein Bild finde ich auch gut. Könnt ihr bei Schnapsfee mal drauf gehen? Willst du auch eine Alkoholikerin als Freundin? Zugewandt ist zum Alkohol, weil es ja einladend ist. Ne? Ich mache das jetzt, ich ärgere dich jetzt ein bisschen, provoziere dich jetzt hier gerade ein bisschen. Als Foto finde ich cool, auch so mit dem Hintergrund, ist wahrscheinlich auf irgendeiner Demo oder irgendeiner Veranstaltung oder so, finde ich sehr cool. Du lachst, guck, man muss auch nicht, wie ihr seht, nicht direkt in die Kamera schauen, kann auch an der Kamera vorbeischauen. Finde ich einen richtig tollen Schnappschuss, also gefällt mir sehr gut. Schnapsfee finde ich super.
Soll ich das hören? Genau, also das finde ich ein schönes Bild. Ich sehe jetzt die anderen Fotos nicht, ne? Deswegen, es ist immer eine Summe aller Fotos. Ne? Du kannst ein tolles Profilfoto haben, aber die anderen sind dann Murks, dann bringt es dir auch nichts. Also man muss eigentlich sich wirklich das komplette Profil anschauen. Aber Profilbild ist erstmal nur der erste Eindruck. Und wenn der schon ganz gut sitzt, dann ist das erste Interesse bei der Frau schon geweckt oder auch beim Mann. Und dann schaut er sich die anderen Fotos an oder sie und dann die Profilbeschreibung im besten Falle und schreibt dann eine Nachricht. Ne? Aber es ist ein toller Schnappschuss gewesen, fand ich gut. Sieht gut aus. Danke, LaDonna. Genau. So, Therapeutin, gucke ich auch nochmal. 31, meine 2 bei Therapeutin, wenn du noch da bist. Bekommst du Anfragen von Männern, die wo es sehr in die eine Richtung geht? Therapeutin? Bekommst du irgendwie, weil du in deinem Text sowas drinstehen hast, mit nur weil du vielleicht meine Nummer bekommst, bekommst du nicht meine Dose? Hat das damit zu tun? Kommen da manchmal Typen, die nur das eine wollen oder so? Wurstfach. Ach, das ist unser Insider, Franziska hier, unser Wurstfach, ne? Nächste Woche wieder übrigens, ihr Lieben. Nächste Woche wieder die Fuck-Up-Fragen fürs erste Date. Genau, nächste Woche wieder Fuck-Up-Fragen fürs erste Date. Da entstehen die Wurstfächer und so weiter. Nein, ist nur, das ist schon mal vorab eine Klarstellung. Okay. Naja, also wenn ich ehrlich sein darf. Du bist ja eine hübsche Frau. Es wirkt so, wenn du, musst halt immer darauf achten, wir Frauen generell, wenn wir irgendwas tragen, was so, ja, also es sieht schon sehr sexy aus und ich weiß auch nicht, wo du da sitzt. Sitzt du da irgendwie im Bett oder auf der Couch und so ein bisschen von unten nach oben, wirkt so ein bisschen unterwürfig. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das auch oft vielleicht Männer einlädt, die dann so, ja, das, was man vielleicht nicht so möchte. Deswegen finde ich es immer gut, wirklich auf Augenhöhe, auch für uns Frauen, Fotos auf Augenhöhe machen. Ja, gestandene Frau, Fotos auf Augenhöhe, Haare offen hast du auch, das ist auch sehr schön. Und halt immer gucken, dass man nicht zu viel Ausschnitt dann hat, dass es nicht zu sexy manchmal ist. Weißt du, wenn es zu sexy wird, dann animiert das halt oft auch so für das eine, ja, oder dann, dass man halt auch Icebreaker bekommt, die dann direkt so, oh, ich will dich kennenlernen. Oder das ist ja auch okay, sich kennenzulernen. Man muss halt immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht in so eine sexuelle Richtung geht, wenn man das nicht möchte. Deswegen da immer so ein bisschen schauen. Roland, danke. Ich hoffe, das hilft dir so ein bisschen. Genau. Nächste Woche, ich habe es schon gerade gesagt, nächste Woche die Fuck-Up-Fragen fürs erste Date. Da sehen wir uns wieder. Die Fuck-Up-Fragen fürs erste Date, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, was ist das eigentlich? Fuck-Up-Fragen fürs erste Date, das sind die fiesesten, gemeinsten und peinlichsten Fragen, die tatsächlich schon mal beim ersten Date gestellt wurden und die man nicht, bitte niemals stellen sollte, weil sonst ist das erste Date gleich vorbei. Und wenn du dich da traust, dann darfst du gerne zu mir in Zeit nächste Woche kommen. Und darfst dich den Fragen stellen und kannst auch was gewinnen. Also für nächste Woche Donnerstag bist du herzlich wieder eingeladen hier im Stream. Das ist so geil, sagt Christoph. Ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Und wenn ihr Lust habt, seid ihr eingeladen, kommt gerne mit dabei. Ich glaube, die Bude wird auch nächste Woche wieder richtig voll. Also daher sehr, sehr gerne. Für alle, die jetzt nicht drangekommen sind, für den Quick Check Dirty, ich mache auch einen längeren Check. Ich schaue mir gerne dein Profil auch mal komplett an. Dann melde dich gerne einfach bei mir www.julia-mattes.de. Marc hat es gerade gepostet, Einzelcoaching im kostenlosen Erstgespräch, ganz genau. Und es ist tatsächlich so, so viele Termine habe ich jetzt auch nicht mehr frei. Also wenn du möchtest, komm sehr gerne auf meine Seite, geh einmal kurz aus dem Stream raus, geh auf meine Homepage, wie gesagt www.julia-mattes.de und dann oben rechts einfach klicken auf Erstgespräch vereinbaren. So, und dann einfach ein paar Fragen beantworten, damit ich Bescheid weiß, um was es geht. Und dann suchst du dir einen Termin aus bei mir im Kalender und dann rufe ich dich auch pünktlich an. Wichtig ist, dass du auch dann da bist, wenn ich dir weiterhelfen soll. Und dann machen wir das sehr, sehr gerne.
Also für alle, die möchten und jetzt nicht drangekommen sind, schaue ich mir gerne in Ruhe mal an. Weil die Fotos sind wirklich das Wichtigste. Ich werde ganz, ganz oft, ganz, ganz oft gefragt, Mensch, Julia, die Leute und die Frauen vor allem, die, wie soll ich sagen, die reagieren nicht auf meine Icebreaker. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Und dann denkt man, das liegt am Icebreaker. Aber ich erkläre euch mal, was wir Frauen machen. Wir kriegen einen Icebreaker geschickt. Dann schauen wir uns als allererstes Profilfoto an. Wenn das Profilfoto sympathisch und männlich wirkt und attraktiv wirkt, dann gehen wir auf das Profil, dann schauen wir uns die restlichen Fotos an, um so einen Gesamteindruck zu bekommen. Wir gucken auch immer, ob wir schon. Ah, Nathalie, okay. Ich gucke mir auch immer, wir gucken uns dann auch immer an als Frauen, ob wir die. Live for Rent. Okay, super, dann hören wir uns. Sehr schön. Was wollt ihr sagen? Genau, dann schauen wir uns die Fotos an, schauen, ob wir Gemeinsamkeiten finden. Und wenn wir Gemeinsamkeiten gefunden haben, dann schauen wir weiter im Profiltext und schauen uns das alles so an. Und dann antworten wir auf den Icebreaker. Das heißt, irgendwo in diesem Prozess ist irgendwo noch etwas, was nicht stimmig ist, wenn die Frau nicht antwortet. Ja? Es kann am Icebreaker liegen, ja. Aber viel öfter liegt es nicht am Icebreaker, sondern am Profil an sich. Und es liegt nicht daran an den Fotos, dass du nicht gut aussiehst, sondern manchmal sind einfach nur die Fotos entweder unvorteilhaft fotografiert, aus dem falschen Winkel oder ja, wir Frauen achten zum Beispiel auch immer auf den Hintergrund, was man im Hintergrund so sehen kann. Ja, und leiten davon immer ganz viel ab. Und vielen Männern ist das gar nicht bewusst. Die haben dann irgendwie ein Bild drin vom Schlafzimmerspiegel und im Hintergrund ist das verwuschelte Bett. Und dann denken wir so, okay, lag da eben noch eine andere drin in dem Bett oder macht er nicht sein Bett? Ist der so chaotisch? Also so Sachen gehen uns durch den Kopf, ja. Oder im Hintergrund ist noch ein Foto von der Ex-Frau stehend oder noch aktuelle Frau. Man weiß das manchmal nicht. Deswegen, es liegt ganz, ganz oft an den Fotos und weniger am Icebreaker. Deswegen kommt bitte gerne rein und dann gebe ich euch Tipps für ganz individuell für euer Profil, ja. So, Frauen machen sich so viel Gedanken, genau, Nightdream. Wir sind so in unseren Gedanken, wir denken so kompliziert, so sind wir Frauen. Das ist absolut so. Und aber wenn man es einmal durchschaut hat und versteht, so schwer ist es eigentlich gar nicht, dann ist es total easy. So. Ja, Dani, manchmal kann es auch sein, dass die Frau gerade nicht in Stimmung ist oder viele Icebreaker kriegt und dann abgelehnt wird. Aber lohnt sich nochmal, wenn du die richtig, richtig toll findest, auch nochmal da dran zu bleiben. Ja? Also, das stimmt. Marcel. Wenn man Frauen einmal durchschaut hat, ja, ist so. Es ist so. Ah, Marcel, ja. Hast du Fragen zum Profil? Zu den Fotos oder zu was hast du Fragen? Schreib es mir unten rein. Dann stell mal eine Anfrage, Marcel. Wie allgemein? Also jetzt, wir sind heute beim Thema Fotoprofil. Dazu kann ich dir Antworten geben. So, Marcel, Marcel, Marcel. Bin ich auf deine Frage gespannt. Hallo. Marcel? Ja, hi. Hi, ich sehe dich gar nicht. Hi. Hi. Hi, welche Frage hast du? Allgemein, wie man sich da anstellen soll, wenn man jemanden kennenlernen möchte. Also schon mal nicht so, wie du es jetzt machst, dass du irgendwo im Bett liegst und nicht sehen kann. Das ist immer sehr suboptimal und der Fernseher noch nebenbei läuft wahrscheinlich. Dann ist man schon gleich unten durch.
Was ist deine konkrete Frage? Ja, ich habe jetzt nicht nur Fragen zum Profilfoto. Ja, aber das ist heute unser Thema, Profilfotos. Ja, gut, zum Profilfoto jetzt nicht so, ehrlich Soll ich bei gesagt. dir gleich mal reinschauen beim Profilfoto? Was kannst du machen? Ja? Mal. Okay. So, dann schauen wir bei ihm mal kurz rein. Also Leute, wenn ich schon vorher sage, hast du Fragen zum Profilfoto, dann, wenn das unser Thema ist, dann auch bitte dafür reinkommen, ja? Also, ihr süßen Schnuckis. Also. Und nicht so halb angezogen irgendwo im Bett lungernd. Heieiei, was macht ihr denn beim ersten Videodate? Deswegen funktioniert das nicht, ihr Süßen. Aus diesen Gründen. Also, wo ist er jetzt, der Daniel? Schreib mal unten eine 1 rein, dann kann ich mal mein Profil schauen. Wundert er sich wirklich, dass er keine hat? Das war Marcel. Marcel, wo bist du? Und schreib halt unten mal ein 1 rein. Da, okay. Also Profilfoto finde ich eigentlich ganz cool. Ja, also das Profilfoto ist ganz schön mit dem Hintergrund. Also das finde ich gut. Es bist halt ein bisschen klein, also man muss sehr nah dran gehen, um dich zu sehen. Jetzt zumindest hier im Stream. Aber ansonsten finde ich das Bild eigentlich ganz gut. Genau. Muss man jetzt die anderen Fotos sich da auch nochmal anschauen, ne? Manieren sind sexy, ganz genau. Manchmal liegt sich am Bild. Ja. Ja, also Leute, was hier alles gibt, du. Also, ne? Ja. Ann, du gehst einfach bei mir auf die Seite. Julia-Bindestrich-Mattes.de. Marc kann es gleich nochmal klicken. Und du klickst einfach nur oben auf Erstgespräch vereinbaren. Und dann sprechen wir miteinander. Dann schreib das einfach mit rein. Da kommen ein paar Fragen. Bitte ehrlich beantworten und einfach mit reinschreiben, dass das Profil du dir gerne mal, dass ich da gerne mal drüber schauen soll. Und dann mache ich das und dann telefonieren wir miteinander. Ne? Mach mal gerne. Ist es schlimm, wenn per Zufall die Augen zu sind beim Foto? Ja, ist es. Foto, immer Augen auf beim Foto, nicht in die Sonne schauen, Fabian. Ja, also wir wollen ja die Augen sehen. Wenn die Augen zu sind, ist es ähnlich wie wenn du eine Sonnenbrille trägst. Dann sehen wir die auch nicht. Ne? Deswegen nimm da ein Foto, auch nicht so von oben fotografiert, was ich vorhin sagte, wirklich auf Augenhöhe. Und wenn da zu viel Sonne ist, dann in Schatten gehen, sodass man wirklich auch deine Augenfarbe sieht. Wir verlieben uns in Augen. Das sind mir immer ganz, ganz schön. Ne? Deswegen, das ist immer ganz gut. So. Bitte, Fabian. So, dann nochmal Tobias. Du wolltest auch Tobias? Hi Flo, gut geht's, ich hoffe dir auch. Hallo Behül. Sehr gut. Ursel, du hast absolut recht und nicht Bilder von vor 20 Jahren. Das gilt aber auch für uns Frauen. Ja, also nimmt immer aktuelle Fotos, nicht älter, sage ich, 1 bis 3 Jahre. Wenn du dich extrem verändert hast, weil du extrem zugenommen oder abgenommen hast oder eine andere Frisur von kurz auf lang oder lang auf kurz. Oder dich sehr verändert hast optisch, dann immer ein aktuelles Foto, ne? Weil man merkt das dann immer, wenn man dann beim Videodate ist oder beim ersten Date und dann denkt man sich, okay, warum war die das? War der das? Ja, stimmt irgendwie nicht mehr so richtig. Also schon sich immer so darstellen, wie man auch gerade aussieht, ne? So. Wer möchte, gerne wieder nächste Woche, 20:15 Uhr, für alle, die neu hier sind und noch nicht die Fuck-Up-Fragen fürs erste Date, die Spielshow kennen. Nächste Woche Donnerstag wieder 20:15 Uhr bis 21:15 Uhr.
die fiesesten, gemeinsten und peinlichsten Fragen, die tatsächlich beim ersten Date schon mal gestellt wurden. Und wenn du dich traust, die zu beantworten, live und im Site, dann kannst du was gewinnen. Aber nur, wenn du sie ehrlich beantwortest. Also, wenn du magst, sei gerne nächste Woche Donnerstag mit dabei. Und dann freue ich mich sehr, dass, ja, ist immer sehr unterhaltsam und sehr lustig. Franziska schreibt es gerade, genau, Donnerstag, 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr. Genau, genau. So, also für alle, die jetzt heute nicht drangekommen sind beim Profilcheck, ich hoffe, ihr habt euch alle Fragen aufgeschrieben, alle Antworten. Danke, Flo. Und es gibt noch viel, viel mehr. Ah, okay, Bill, dann klickst du einfach auf Verschieben und dann kannst du den Termin dir nochmal neu vergeben. Ne? Dann machst du das so. Ach, danke schön. Danke. Genau. Oder musst dich nochmal neu eintragen. Das geht dann auch. Ne? Also immer, wenn ihr euch einen Termin bei mir auch raussucht, bitte einhalten die Termine oder so setzen, dass ihr wirklich wisst, dass ihr Zeit habt, weil ich mir das auch danach dann lege. Und wenn ihr zum Termin bei mir nicht kommen könnt oder ans Telefon, dann nehmt dem anderen den Platz weg, der in der Zeit hätte tolle Tipps von mir bekommen können. Also ne, nicht zu egoistisch sein, sondern dann lieber auch darauf achten, wirklich dann den Termin auch wahrzunehmen. Und so, dass das, ich kann das verstehen, dass immer mal auch was dazwischen kommt. Aber versucht es einzuhalten, schreibt es euch in den Kalender rein. Ne, das ist wirklich, das ist deine Zeit ist, die du geschenkt bekommst und wo dein Leben verändern kann. Also für alle, die schon bei mir im Termin waren, waren sehr, sehr glücklich danach und konnten auch schon viele Sachen davon auch direkt dann umsetzen und schon Erfolge feiern. Und das wünsche ich mir halt für dich dann auch, dass du eine kleine, ja, eine Erfolgsstory wirst und hier jemanden findest, der zu dir und zu deinen Bedürfnissen passt, mit dem du dich wohlfühlst. Genau, und wo man auch diese etwas schwierige Zeit gerade ganz gut überstehen kann. Danke, Steffen. Genau, wer auf Insta von euch ist, kann mir gerne auf Instagram auch folgen, bei Flirtcoach Julia Mattes. Genau, ansonsten immer donnerstags hier. Super Mario, danke schön. Randberliner, Berlin. Sehr cool. Danke für eure Favos. Für alle, die noch kein Favo hinterlassen haben, einfach mal oben links auf Sternchen klicken. Flirtcoach Julia Mattes, Favo hinterlassen und dann kriegt ihr immer von mir Bescheid, wenn ich hier live bin. Und eine Stunde vorher und 5 Minuten vorher gebe ich euch Bescheid. Dann könnt ihr reinhuschen und euch alle Sachen aufschreiben. So, die letzten Fragen zum Fotoprofil. Profilfoto, so rum. Es ist schon spät. Profilfoto. Schreibt mir auch letzte Frage noch unten rein. Dann kann ich noch eine beantworten. Danke, Jan. So. Life for Rent. Also was ist es bei mir, was die Frauen sehen in meinem Bild? Mädels, geht mal mit drauf bei Life for Rent 55 aus Iserloh. Ja, bist jemand, der scheinbar gerne weggeht, oder? Also geselliger Typ, zumindest vom Foto her. Das, was ich jetzt so sehen kann. Ich muss mir halt alle Fotos dann eigentlich mal anschauen, damit ich es ganz genau überblicken kann. Ein bisschen freundlicher lächeln wäre schön. Und für alle Männer, ach, ganz wichtig, die Käppi tragen, Käppi oder Mütze tragen, könnt ihr gerne machen. Aber schaut immer, dass auf den Fotos, die ihr drin habt, ne, 3 bis 5 Fotos habe ich ja gesagt, dass ihr da ja, dass ihr da mindestens ein Foto drin habt, wo wir auch euren Kopf sehen. Habt ihr noch Haare? Habt ihr keine Haare mehr? Welche Frisur habt ihr? Kurze Haare, lange Haare? Das möchten wir schon auch gerne nochmal sehen. Also für alle Cappy-Träger und Mützenträger, bitte auf jeden Fall ein Foto einstellen, wo wir auch sehen, ob da noch Haare sind und wie lang und wie kurz und so weiter. Ne? Ich hoffe, das hilft dir schon mal. Ist ein Bild im Auto gut oder schlecht? Ich finde es langweilig, Johnny. Ich würde kein Bild im Auto machen. Es sei denn, du bist immer auf der Flucht. Oder du wohnst im Auto. Nee, mach das Foto draußen. Das finde ich viel besser. Mit einem schönen Hintergrund. Oder es euch beim Hobby zeigt. Ne? Das ist auch immer ganz wichtig. Und den ultimativen, wichtigsten Tipp, den gebe ich euch jetzt noch mit. Ich habe natürlich noch viele, viele andere Tipps.
Es gibt eine ganze Checkliste, ehrlich gesagt. Da sind wir jetzt gerade zur Hälfte erst durch. Ihr merkt, es gibt da ganz viele Dinge, auf die man achten muss. Aber einen möchte ich euch von diesen vielen, vielen gerne noch mit dazugeben. Und zwar, wenn du dir klar bist, welche Art von Frau oder Art von Mann du suchst, ist es immer wichtig, dass du die sogenannte Spiegeltechnik anwendest. Spiegeltechnik bedeutet, dass du auf deinem Foto das darstellst, was du selbst dir wünschst bei der Frau oder beim Mann. Ich mache dir ein Beispiel. Du suchst eine sportliche Frau, ja, dann zeig dich auf deinen Fotos auch sportlich. Mit Rennrad oder beim Laufen oder beim Joggen oder beim Badminton spielen oder was auch immer. Weil dann fühlen sich auch sportliche Frauen von dir angezogen. Suchst du einen tierlieben Mann, dann zeig dich selbst mit deinem Hund, mit deiner Katze, dass du tierlieb bist, dann fühlen sich auch tierliebe Männer angezogen. Ja, also Spiegeltechnik anwenden heißt immer das selbst darstellen auf den Fotos, was du von dem anderen erwartest, was du dir wünschst, weil gleich und gleich bist du ja gesellt dann gerne und dann finden die Herzen zusammen, die sich ähnlich sind und das vergessen die meisten, weil ihnen das nicht bewusst ist. Also macht das auf jeden Fall, guckt euch jetzt mal eure Bilder nochmal in Ruhe durch und schaut, ob ihr auf irgendeinem Foto etwas im Hobbymäßig macht oder genau das, was euch halt fasziniert. Und dann ist das. Kommt ihr eurem Wunsch auf jeden Fall schon mal näher. So, ihr Lieben, jetzt geht erstmal ein fettes, fettes Dankeschön an Franziska raus. Ein fettes, fettes Dankeschön an Klaus. Ein fettes Dankeschön an Marc. Danke für alle, die hier immer so toll von meinen Modis mit dabei sind und das alles hier so schön unterstützen. Auch für Reinhard, vielen Dank, Reinhard. Also danke, dass ihr hier so schön auch immer mitmacht. Gerne, Stefan. Gerne, Ilias. Und für alle, die jetzt heute zu kurz gekommen sind, geht auf meine Seite, macht einen Termin aus, kostenfrei, dann helfe ich euch gerne weiter. Dann schauen wir uns dein Profil mal in Ruhe an. Und dann, genau, werden wir dich auf, danke, genau, Reinhard, dann werden wir dich auf die neue Erfolgsgleise setzen, damit du auch Erfolgsgeschichten schreiben kannst. Und für alle, die, ach so, für Laura, danke, Laura auch. Und für alle, die, gerne, Robert. Gerne, gerne. Und genau, für alle, die möchten, nächste Woche Donnerstag, 20:15 Uhr, Fuck up Frank fürs erste Date. Da freue ich mich auf euch. Die Bude wird voll werden, das weiß ich jetzt schon. Also, bis dahin, eine gute Zeit wünsche ich euch und wir hören uns dann beim Erstgespräch. Ciao.